Also mein Tagesablauf war ja das reinste Chaos. 8 Uhr, ich habe einen Schneemann gebaut. 8.10 Uhr, die erste Immanze auf dem Weg zur Universität beschwert sich. Weil ich keine Schneefrau gebaut habe. Bekommt dein Gehirn eigentlich Arbeitslosengeld? Oder? Eine Gehirnzelle weniger, und du wärst eine Topfpflanze. Warum hast du keine Schneefrau gebaut? Du alter Chauvin ist. 8.15 Uhr, ich habe eine Schneefrau dazu gebaut. 8.20 Uhr, der Schwule eine Straße weiter, beschimpft mich, weil es auch zwei Schneemänner geben sollte. Hör mal, du Futzzi, wieso baust du keine zwei Schneemänner? Du bist homophob, du alter Sack, du. Bei mir landest du mit Sicherheit nicht. Jedenfalls nicht in diesem Leben. 8.30 Uhr, ich werde als Rassist beschimpft, weil der Schnee weiß ist. 8.35 Uhr, Fatima Özgöz von der Ecke fordert ein Kopftuch für die Schneefrau. Size domuz, yiniciler geçmek, neden kar yok, başörtüsü ve bekli yok. Sizin naziler hepiniz aynısınız. Ağırlıklı olarak Alman, değil mi? O vere B.E.S.P.S. 8.40 Uhr, die Polizei trifft ein und beobachtet das Szenario. 8.45 Uhr, das SEK trifft ein, weil der Besenstiel als Schlagwaffe benutzt werden kann. 8.50 Uhr, der ES bekennt sich zu dem Schneemann. 8.55 Uhr, mein Handy wird beschlagnahmt und ausgewertet, während ich mit verbundenen Augen in einem Hubschrauber festgehalten werde. 9 Uhr, ich werde nach möglichen Mitbauern befragt. 9.30 Uhr, mir reicht es jetzt, ich wandere aus.